Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nail Art Design Video von mir. Den weißen Tipp hier mit dem Design habe ich vorhin noch gemacht und den rosanen habe ich gestern gemacht. Den habe ich auch im Video im Facebook gepostet und jetzt zeige ich euch, wie ich das Design gearbeitet habe. Ich habe hier einen Tipp schwarz grundiert und habe es dann anschließend mit dem Chrompigment White Silver eingerieben, bearbeitet. Ich habe selbst das Design auch nicht selbst entworfen. Ich habe es gesehen irgendwo und fand es mega und wollte es ausprobieren. Und dann kam ein Videowunsch, als ich es in Facebook gepostet habe. Und naja, jetzt komme ich dem nach. So, hier, wir fangen jetzt an, indem wir oben quasi am Nagel an dem Mond, wo der Mond vom Nagel ist, oben so ein Kreis, Halbkreis zu malen. Solltet ihr, normalerweise solltet ihr die Linie mit einem dünnen Nailart-Pinsel schon vorzeichnen und anschließend das Ganze ausfüllen. Ich habe es jetzt in dem Video, wie ihr seht, mit dem großen Pinsel gemacht. War keine gute Idee. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber letztendlich hat es doch irgendwie geklappt. Also ihr macht oben am Nagel, da wo der Mond vom Nagel ist, einen Halbkreis und den könnt ihr, wie gesagt, ihr könnt das in Farben kombinieren, wie ihr wollt. Und ja, jetzt ist das mit dem Malen so lange und ich weiß gar nicht, was ich euch dazu jetzt noch erzählen soll. Also wie gesagt, das Design selbst ist nicht von mir. Ich habe es gesehen und fand es einfach mega und wollte es mal probieren. So, jetzt sind wir fertig und ja, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ich habe da schon festgestellt, die Farbwahl ist irgendwie nicht so besonders super. Ach so, ja. Den Mond oben habe ich mit dem Chromclam Silver gemalt und jetzt geht das Ganze für 2 Minuten in die Lampe. So, nachdem wir das ausgehärtet haben, nehmt ihr euch einen Teil von der Schablone und die Rückseite, nehmt einen dünnen One-Stroke-Pinsel, der kann gerade oder angeschrägt sein, das ist egal. Das Schablonenpapier braucht ihr dafür, weil wenn ihr die Farbe aufgenommen habt, müsst ihr den Pinsel quasi fast wieder ausstreichen. Sonst kriegt ihr nicht diesen gewünschten Effekt hin, den ihr für diese Ranken in Anführungszeichen sag ich jetzt mal, braucht, also für dieses Spitzenmuster, sag ich jetzt mal, braucht, kriegt ihr das nicht hin, wenn der Pinsel voll mit Farbe ist. Also ihr müsst ihn gut ausstreichen, dass ihr so gut wie kaum Farbe drin habt. Dann setzt ihr den Pinsel an und macht so einen ganz leichten Bogen mit ein bisschen Druck nach unten. Also es ist wirklich ein klein bisschen Übungssache, aber es ist so ähnlich wie One-Stroke, ansetzen und leichten Druck. Eine kleine Kurve nach unten und wieder nach oben fahren. Hier hatte ich noch zu viel Farbe auf dem Pinsel, das korrigiere ich gleich aber auch nochmal. Und ihr seht, je weniger Farbe man auf dem Pinsel hat, umso schwacher wird dieses Weiße. So, also wie gesagt, ansetzen, einen kleinen leichten Druck und eine Kurve nach unten und so könnt ihr diese Bogen fahren. Und wenn es euch doch zu viel ist oder auch zu wenig, müsst ihr halt Farbe aufnehmen oder dementsprechend nochmal Farbe abstreifen. Das Ganze macht ihr dann jetzt auch auf der anderen Seite, dass ihr da auf beiden Seiten gleiche Muster habt sozusagen. Und ja, und dann könnt ihr das noch beliebig korrigieren, so wie es euch gefällt, ob es etwas durchsichtiger sein soll oder eventuell doch etwas intensiver in der Farbgebung und dann könnt ihr auch die Form noch mal leicht nacharbeiten. Das ist halt der Vorteil, wenn man mit Gel malt, dann hat man das eher, kann man das eher noch mal nachziehen oder im Zweifel noch mal wegwischen, wenn es einem gar nicht gefällt. Aber wenn es einem dann soweit gefällt und das einigermaßen gut aussieht, dann bringt man das Ganze für 2 Minuten in die Lampe und kommen dann zum nächsten Schritt. So, wenn wir das dann 2 Minuten an der Lampe ausgehärtet haben, malen wir
Die Umrandungen der Spitze, Rüschen, wie auch immer man es nennen mag. Und da ist mir so bei einem Tipp aufgefallen, den ich selber gemacht habe. Es ist immer wichtig, dass ihr tatsächlich von der Mitte aus, also jetzt da in der Mitte anfangt, eure Bogen links und rechts hochmalt und je weiter ihr nach oben kommt, umso dünner werden die Linien. Das ist schon immer das Erste. Das Zweite ist, dass ihr dann immer von dem aus der Mitte ausgehenden weiter nach außen und dann in die Mitte hochzieht, die Linien. Nicht, dass ihr einfach so kreuz und quer macht. Dann sieht das nachher aus, wie als würde das Blatt hinter dem anderen Blatt versteckt sein. Und ich sage euch, das sieht ziemlich komisch aus. Ich habe es auf dem einen Teil habe ich anders da gemacht und das sieht wirklich aus, wie als wäre das versteckt. Also dann hat man nicht diese Optik, dass das so nebeneinander herwellt, sondern es ist ein Blatt ist versteckt, wenn man den einen Pinselstrich verkehrt macht. Also man sieht es auch wahrscheinlich relativ schnell. Wie gesagt, also immer von der Mitte aus den Bogen nach außen ziehen und so dann immer weiter verfahren. Und ja, das macht man halt, bis man die ganzen Rüschen mehr oder weniger umrandet hat. Und wenn es euch dann soweit gefällt, dann kann es für 2 Minuten in die Lampe. Wenn das Ganze dann ausgehärtet ist, versiegelt ihr das Ganze entweder mit einem Versiegler ohne Schwitzschicht. Ich habe jetzt hier den Versiegler ohne Schwitzschicht genommen von Nicole Weiss, den Perfect Finish Flexible, weil ich ihn so auf der Modellage nicht mal verwende und ich ihn ja aber irgendwie noch aufbrauchen möchte. Also benutze ich den dann meistens für Mustertipps. Ihr könnt einen mit Schwitzschicht nehmen, ihr könnt einen ohne Schwitzschicht nehmen, das ist eigentlich ziemlich egal. Dann setze ich da oben in der Mitte von den Rüschen an dem Halbmond noch ein Steinchen. Den setze ich in den Versiegler rein und dann für 2 Minuten in die Lampe. So, wenn ihr das Ganze dann für 2 Minuten ausgehärtet habt, am besten ist es, das fällt mir gerade ein, doch einen Versiegler ohne Schwitzschicht zu nehmen, dann müsst ihr jetzt nicht nochmal cleanern. So, als nächstes nehme ich das schwarze Farbgel, das Glossy Gel, also auch ohne Schwitzschicht. Und mache, und das sieht man leider nicht, das habe ich erst viel zu spät gemerkt, dass ich gedacht habe, super, du hast dir tolle Farben ausgesucht, mit denen siehst du das überhaupt nicht. Aber ich dachte mir dann im Endeffekt, das Video jetzt nochmal von vorne anfangen. Okay, also ich gehe mit diesem schwarzen Gel genau dieselben Bahnen. Na, also fahre neben dem Weißen, was wir vorhin vorgezogen haben an den Rüschen, fahre diese Bogen mit dem schwarzen Gel ebenfalls parallel zu den Weißen nochmal nach. Das gibt irgendwie ein, das gibt einen besseren 3D-Effekt quasi. Und ja, ich, wie gesagt, es tut mir leid, ich habe erst zu spät geschaltet und festgestellt, dass ich die falsche Farbkombination gewählt hatte. Ich dachte, schwarz-weiß sieht doch bestimmt voll toll aus, aber in Wirklichkeit im Video kommt es noch ein wenig schlechter rüber als im Original. Aber ihr habt ja die Muster und die Rüschen oder Spitzen oder Bordüre, was auch immer man dazu sagt, ja auf dem weißen Tipp gesehen. Und auch auf dem rosanen Tipp, den ich ja bei Facebook schon gepostet hatte, da hattet ihr das ja schon gesehen. So, also wie gesagt, ich fahre mit diesem schwarzen Gel nochmal diese Sachen nach, wie bei dem weißen auch. Man sieht es halt leider ganz schlecht, das tut mir echt leid, aber ich hoffe trotzdem, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen von dem Design. So, als nächstes nehme ich mir so einen Tropfen auf, seht ihr da am Dings, und setze den genau neben das Steinchen an, drücke den Tropfen ein wenig ab und ziehe dann nach hinten hoch, um eine auslaufende Linie zu bekommen. Und das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Ich nehme wieder einen Tropfen auf und setze den dann halt eben
Na, da seht ihr den Tropfen, setze den halt eben dann neben das Steinchen ab, drücke ihn kurz an und ziehe dann leicht nach oben und lasse auslaufen. Dann hat man links und rechts neben dem Stein so zwei, also so einen schönen Abschluss quasi. So, ihr könnt natürlich dieses, da wo ich den schwarzen jetzt da hingesetzt habe, könnt ihr natürlich hingehen und könnt auch Steine hinsetzen. Das geht auch, das sieht auch supi aus. Als letzten Schritt gehen wir dann hin, nehmen uns ein kleines, dünnes Dodging-Tool und machen noch ein paar Tupfen in die Rüschen rein. Ja, dann ist das Design im Prinzip schon fertig. Wie gesagt, ich habe mehr oder weniger zum Schluss dann festgestellt, es war nicht die perfekte Farbwahl. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einiges von dem Video mitnehmen könntet. Wenn nicht, könnt ihr ja Fragen stellen und ja, das Ganze geht halt dann nochmal für 2 Minuten in die Lampe, damit alles ausgehärtet ist und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!